Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu The Secret of Monkey Island. Im letzten Part haben wir uns ein großes, hübsches, geiles Schiff gekauft. Wir haben die Schwertmeisterin engagiert, mit in unserer Crew zu sein. Und Meat Hook, das war der Typ mit der sprechenden Tätowierung und dem Papagei. Und jetzt sind wir hier im Gefängnis und reden nochmal mit dem Gefangenen. The governor's been kidnapped. What? Here, look at this note. They kidnapped the governor? Ja. That really makes me mad. Oh, I feel like kicking someone. I wonder if she left her place unlocked. If I let you out, would you join my crew? Sure, of course. To my emancipator, I shall be eternally indebted. Until then, I pace. Okay, ich weiß leider Gottes noch, wie dieses Rätsel funktionierte. Und ich weiß auch, dass das damals sehr, sehr nervig für mich war. Wir müssen jetzt, wir kriegen den Schlüssel halt nicht, weil fester Scheintop ist ja nicht mehr. Der ist ja jetzt explodiert. Die Gouverneurin ist nicht da, also wir können uns auch den Schlüssel von ihr nicht holen. Sollte sie den haben, was ich halt nicht glaube, weil dafür hat sie ja solche Leute, die sich darum kümmern. Und zwar gehen wir zurück in die Scumbar und nehmen alle Krüge mit, die wir hier finden können. Noch ein. Und noch ein. So, aber jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Krüge. So, und jetzt gehen wir hier in die Küche. Und wir haben hier, ja, benutze Krug mit Fass. This stuff is eating right through the mug. Genau, und wir haben halt jetzt hier den Grog, den sie halt immer trinken, haben wir in den Krug gefüllt. Und wir sehen jetzt hier unten in der Ecke, wie er halt langsam, aber sicher halt sich zersetzt. Oh, oh, Entschuldigung, da bin ich wieder aus dem Bild rausgefallen. Das muss ich echt mal ändern, dass ich das irgendwie besser mache. Oder ich muss halt besser aufpassen, das kann ich natürlich auch tun. So, und jetzt... Oh... Benutzen wir den mit einem leeren. I can't get anything out of that mug. Nein! It's not really much of a mug anymore. Oh no! Jetzt habe ich's verkackt. Scheiße. Da war ich zu langsam, weil man muss das dann nämlich immer umfüllen, bevor der Krug halt komplett zerflossen ist. Bin ich ganz ehrlich, da habe ich auch gerade mit der Steuerung ein bisschen. Weil dieses Rädchen hier, das ist so ein bisschen sehr mittelschwer anstrengend. Aber da ist auch wieder ein neuer. Falls man es verkacken tut, so wie ich, kann man sich einen neuen dazu nehmen. So's. Und dann gehen wir hier. Und nehmen den mit diesem Fass. Und laufen los. Lauf, 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 lauf. Gui Brusch. Lauf, Gui Brusch. Jo, ich weiß, es ist furchtbar traurig. Und bevor wir das wieder verkacken, machen wir das jetzt schon. Und zwar... Ja, und jetzt haben wir das wieder hübschig gemacht. Laufen, 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 laufen. Da wird er wieder kleiner. Im nächsten Bild werde ich es wieder umfüllen. Und zwar jetzt. Mit dem. Und dann haben wir das wieder besser. Und dann ins Gefängnis. Mal schauen, ob ich schnell genug bin. Mit Schloss. Und dann kippen wir das da einfach drauf. Hey, Gray, a drink. Nope. I'm real thirsty. Yikes. So macht man das. Wow. And to think I used to drink that stuff. I'm free. Oh yeah, thanks. Sucker. Okay. But
Do we still have a deal? Anscheinend nicht. I'm sure he'll be back. He gave me his word as a pirate. Na, ich denke nicht. So, jetzt an die Docks. Zu den Docks. Na, falscher Ge- Da lang. Da sind die Docks. Glaube ich. Wo sind die Docks? Ist das beim Händler? Oder vorne da bei der Scamba? Ich weiß nicht, wo die Docks sind. Ich weiß es nicht. Ah, doch, ist richtig. Easy. Ganz schön großes Schiff. Hey, it's a good thing you showed up. 10 people have offered to buy this baby off me while I've been standing here waiting for you. But I said, no way. I know a guy who's in love with this ship and it would break his heart to lose it. Am I right? Of yep. course I am. I mean, just look at her. Sleek, aerodynamic, a buoyant barnacle-covered beauty. No homo. Aww. I think we're having a real moment here. I've changed my mind. I can't give her up. You can have your money back. How could I sell something so dear? Then again, a deal's a deal, right? Right. Wow. Good luck, yeah. I'm out of here. Oh, ups then. Oops, I almost forgot to give you this free seafaring literature. Yeah, perfect. Dankeschön. My gift to you. Just remember where you got it. Stans! Maybe I should have gotten that extended warranty after all. Hey, long time no see. Oh, wow. You little two-faced cretin, you tricked me. Oh, come on. Don't be bitter. I'm here to help. Not just for the money. Money? Yeah, we are getting paid for this, right? Das ist eine materielle Denkweise. Carla! Carla heißt sie. Stimmt das mit dir und dem Händler aus der Stadt, was? Is it true what I heard about you and the storekeeper? Look, don't start with me, okay? So what's that waterlogged wreck doing out there? How are we gonna get our ship in here with that pile of scrap in the way? Where's the cabin boy? I need him to go back to my place and pick up my bags. What's going on here? Where's our ship? Where's our crew? This isn't gonna be as easy as I thought. Hm. Ja, Teil 2, die Reise. Oh cool, wir sind auf hoher See. Es wird geschwommen. Oh, wie cool. Through the courageous leadership of Captain Threepwood, the Sea Monkey is finally underway. Undaunted by their lack of navigational equipment or expertise, the crew begins to plan their voyage. First of all, I'd like to say it's great to be working with such a fine crew. The voyage ahead is not going to be easy. It's going to take skill, endurance, and most of all, teamwork. First, I thought we'd assign some duties. What is it we were suckered into doing again? I made a list. Suckered is right. I don't see what the big deal is with rescuing the governor. She can clearly take care of herself. The way I look at it, we got this great ship. Well, we got a ship. Why don't we kick back, tie a rope to the wheel, and cruise for a while? I could use a little work on my tan. Come to think of it, I have been a little stressed out lately. I could use a rest. Then it's decided. We cruise the Caribbean. Sehr gut. I'm doomed. Nein, bist du nicht. Ich bin an deiner Seite. Öffne Truhe. Schaue rein. Kann ich gucken? Ich möchte gucken. It looks like an empty chest. Oh, okay. Öffnen. Schublade. There's an old dusty book inside. Ah, yes. Let's see what it is. Ja, lass mal reinschauen. Dann lasst uns mal da reinschauen. Oh mein Gott, hier ist so viel drinne.
how to get a leg up in treasure hunting. Okay, was ist das? It's called how to get ahead in navigating. Und das? It's called how to arm yourself in sea battle. Ein staubiges Buch. It says, Captain's Log, March 10th. First Mate Toothrot and I have been searching for Monkey Island for over a month with no success. The directions we purchased on Melee proved to be a recipe, not a map as we had believed. Captain's Log, March 12th. I wish Toothrot would take a bath. Captain's Log, March 17th. I wish Toothrot would stop snoring. Captain's Log, March 23rd. Toothrot is really starting to get on my nerves. I figure it's only a matter of time before we come to blows. Captain's Log, April 2nd. As a gesture to restore our friendship, Toothrot offered to fix dinner tonight. Captain's Log, April 3rd. I don't know how we did it, but we've arrived at Monkey Island. Both Toothrot and I passed out from the soup he fixed last night. When we awoke, Monkey Island was sitting off the bow. Captain's Log, April 4th. Toothrot and I filled the rowboat with supplies and are ready to set out to Monkey Island. We are both excited at the prospect of being the first civilized people to learn the secret of Monkey Island. Captain's Log, April 5th. We had to turn around and return to the ship. Toothrot forgot to go to the bathroom before we left. We'll set out again tomorrow. And that's the last entry. Sehr gut. Was haben wir noch? Feder. It looks like a ballpoint feather pen. Eine mit Kugelschreibermine. Was zum Teufel? Hätte ich auch gerne. Für die Arbeit. Schön, so eine schöne Feder und dann ist es einfach Kugelschreiber. Schönes Bett. It's made. Ja. Must be dealer prep. Das ist wirklich hübsch. Und hier ist ein Schrank. It seems to be locked up tight. Okay, kann ich hier sonst noch irgendwas angucken? Nein. Dann gehen wir aus der Kajüte raus. Wir machen halt jetzt wirklich Urlaub. Zum Teufel. Ich habe gehört, Monkey Island sei der... Oh, bei Monkey Island sei das Wetter gut. Ich gebe euch Meuter von 5 Sekunden um. I'm gonna give you mutineers 5 seconds to come to your senses. Then, I'm gonna start kicking some butt. Excuse me, Guybrush. Does the word keelhole mean anything to you? Keelholen, Englisch keelhaul. Das Untertauchen unter den Kiel eines Schiffs als Strafe oder Folter. I see your point. Thanks. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay, gut. Kanone? Wo kann ich... Da ist eine Luke. Kann ich da rein? Ah, ja, da kann ich unter Deck. Okay, hier sind viele Dinge zum Angucken. Nee, ich habe gelogen. Hier sind gar nicht so viele Dinge zum Angucken. Hier ist gar nichts zum Angucken. Hallo? Ich kann auch weiter runter oder ich kann da weiter runter. Ich gehe da mal weiter runter. Hier ist die Küche. Was zum... I loved this stuff when I was a kid. I liked the way it chewed up the roof of your mouth. Ugh. Topf. It's about the same size as my head. Hey, es kommt uns doch bekannt vor. Kann ich das mitnehmen? Jo. Großer Kochtopf. Looks like your run-of-the-mill ship's cooking pot. Normal. Der ist so groß wie du. Der ist nicht normal. Aber gut. Gehen wir wieder rauf und dann gehen wir da nochmal runter. Runter! Bitte. Okay, was haben wir hier? Truhen. They're just old rusty trunks. Nur alte, rostige Truhen. Okay, Fässer. They look like kegs of gunpowder. Oh, kann ich mir davon was nehmen? Wow, gunpowder! I think I'll take some. They're just old rusty chests. Okay. Hier haben wir ein Leck. Das ist irgendwie uncool. Ein langes Stück Seil angucken. It's a giant piece of rope. A giant piece of rope. Mitnehmen. Hier ist noch eine Truhe, die machen wir auf. Und dann gucken wir da rein. There's some
very fine wine in here. I'll grab it. Yeah. Wein ist gut. Besser? They're just old empty kegs. Nur leere. Die Kisten, die gehören alle zusammen, damit können wir nichts machen. Ich habe Gunpowder genommen. Schwarze Truhe, die kann ich noch anschauen. It's just an old rusty chest. Achso, okay. Kann ich die echt nicht öffnen? Ja, öffnen. It's rusted shut. Ist zugerostet. Okay, dann nicht. Gehen wir wieder nach hoch. Kann ich hier echt nichts anschauen in dem ganzen verfluchten Raum? Fenster. Ich kann aus dem Fenster schauen. Wow, dein Ernst. Well, I think I'm gonna be seasick. Ja. Das stelle ich mir auch wirklich ekelhaft vor, dieses Geschaukel die ganze Zeit. Vor allen Dingen, wenn es halt ein bisschen welliger ist, also mehr Wellen. Wenn das ruhig ist, dann denke ich mal, ist okay. Nicht geil, aber okay. I don't see anything special about it. Okay, dann gehen wir hoch. Jolly Roger. What a fine looking flag. Shivers me timbers just looking at it. Ah, ich finde die auch cool. Na mit. Können wir da irgendwie Unterhosen dranhängen? Okay. Haben wir denn jetzt alles im Inventar? Was ist das denn? Lesezeichen? It's the top of a cereal box, used as a bookmark. Okay, was haben wir sonst noch? Ich habe die Feder, ich habe einen Kochtopf, Cheesepulver, langes Stück Seil, guter Wein und eine Piratenflagge. Hm. Aber er hatte doch gesagt, irgendwie, dass hier irgendwo ein Rezept sein soll, oder nicht? Aber ich kann ihn wieder zumachen. Aber den Schrank kann ich nicht öffnen. Kann ich ihn... It seems to be locked up tight. Locked up tight. Habe ich irgendwas zum Aufbrechen? Ja, ich kann einen Klammerhefter benutzen. No staples to be removed. Oh, sad. Die Truhe ist leer. Jetzt reden wir mal mit Carla. Kann ich was tun, damit ihr mir helft? Is there anything I can do to get you guys to help me? Excuse me, Guybrush. You're blocking the sun. Wow. Dann gucken wir uns nochmal die Kanone an. I don't see anything special about it. Okay. Können wir da nach oben? Wenn ja, gibt's da was Spannendes? Nee, hier gibt's nichts Spannendes. Da kann ich auch nicht lang. Ich frage mich, warum ich hier absolut nichts anschauen kann, außer das Fenster. It says, Captain's log, March 10. Oh nein, liest er das jetzt nochmal alles vor? And I have been searching for Monkey Island for over a month with nein! The directions we purchased on Melee proved to be a recipe, not a map as we had believed. Captain's log, March 12th. I wish Toothrot would take a... Oops. Sorry. Kann Captain's ich das überspringen? Log, March 17th. I wish Toothrot would stop snoring. Das haben wir alles schon gehört. Captain's log, March 23rd. Toothrot is really starting to get on my nerves. I figure it's only a matter dieses of time Logbuch before we erinnert mich an Simon the Sorcerer 2. Captain's log, April 2nd. Da hatte man auch ein Logbuch des Captains durchgelesen. Toothrot offered to fix dinner tonight. Und hatte dann eine Postkarte Captain's bekommen. Log, April 3rd. I don't know how we did it, but we've arrived at Monkey Island. Both Toothrot and I passed out from the soup he fixed last night. When we awoke, Monkey Island was sitting off the bow. Captain's log, April 4th. Toothrot and I filled the rowboat with supplies and are ready to set out to Monkey Island. We are both excited at the prospect of being the first civilized people to learn the secret of Monkey Island. Blah, 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 blah. Captain's log, April 5th. We had to turn around and return to the ship. Toothrot forgot to go to the bathroom before we left. We'll set out again tomorrow. And that's the last entry. Ja, Ich hatte gedacht, ich kann da vielleicht nochmal reinschauen wegen dem Rezept oder so. Kann ich Frühstücksflocken mitnehmen?
Kann ich noch mehr Frühstücksflocken mitnehmen? I can't pick that up. Warum nicht? Kann ich die angucken? I loved this stuff when I was a kid. I liked the way it chewed up the roof of your mouth. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, schauen wir uns im nächsten Part noch ein bisschen weiter um und gucken, ob... Ich habe wahrscheinlich irgendwo wieder was vergessen oder ich sehe wieder irgendwas nicht. Ich kenne mich ja. Lodern das Feuer. Nice and hot. Nice and hot. Aber dann würde ich für heute hier erstmal einen Cut machen. Und dann schauen wir uns das auf jeden Fall im nächsten Part weiter an. Vielen lieben Dank, dass ihr hier weiter dabei seid bei The Secret of Monkey Island. Natürlich in der Special Edition. Ich bin Whitey. Und ich freue mich, wenn wir im nächsten Part uns wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.